mein Lieber, das geht weiter bei Mass Effect 3. Aus zwanghaften Gründen. Aus zwanghaften Gründen. Und weil die dann einfach Badass hat. Ulema auf Jagd nach Arsch. Ja, die hat einfach den besten Arsch im Spiel. Wie wär's mal mit Schnelle hinterher rennen? Ja, hab ich grad gemacht. Ha, verfehlt. Ja, Opfer. Dann Damn. Gut im Wegrennen. Hm. Schon, ne? Das ist auch Auto-Aim nicht schlecht, ne? Ja. Ist gerade was aufgefallen. Ihr habt irgendwie noch total viel Munition für die Waffen. Dezent. Hm. Schleudest du ja auch einfach so raus. How about? No. Das Ding hat ja keine Geschütze, ne? Ich glaube, der Shuttle hat echt keine Geschütze. Ja, eigentlich schon. Ja, aber das war einfach nachhaltig. Ja, ich sehe es. Das war sinnlos, aber nachhaltig. Verbiss dich! Schön eingeparkt, oder? Ja. Leichter Blechschaden. Jetzt ist der Arsch nicht mehr so schön. Erwischt. Bist du noch da, das da? Ja. Ah. Grab that thing. Bring it with us. Shepard, we got Reaper signatures in orbit. Vom kleinen Reaper im Orbit. Hm. Die gehen es dir ganz groß an, ja. Ja, wobei, von der Erde zum Mars ist es auch nicht so weit, ne? Ich finde die wieder alle jockey. Oh, da hinten kommen. Oh, das sind ein Reaper im Anmarsch. Hm. Das sind so Teil 427. Das ist eine verdammte Flotte. Oh, 9000. Ja, Arsch genau. Ins Bild halten, ist sehr gut. Stimmt, jetzt wo du sagst. Ah. Kennst du dieses super Bild von die Avengers, wenn alles Frauen wären? Ja. Der Hulk ist wohl der Beste. Völlig unmöglich. Tja. Sieht leicht lediert aus. Mhm. Hau nochmal drauf, vielleicht macht's auf. Kannst du jetzt Ash? Oder den Robo? Ash. Mhm. Get us to the Citadel, Joker. Roger that. Hold on, Ash. Aber die Chuck Wars, na, die ist halt dabei nicht da. See what you and Edie can learn from that thing. Commander, I'm receiving a signal over the secondary QEC. I believe it's Admiral Hackett. Hm. Patch me through. Ah ja, die haben ja die Normen, die intern dezent umgebaut, gell? Ja, aber ob es jetzt zum Besseren war, weiß niemand so genau. Ja, ich find's halt nicht mehr so gut. Edie, ja. Can you clear this up? I'll do my best. Did you get to the archives? I was there. So was the elusive man. Hmm. I was worried Cerberus might try something. Did you get the data? Most of it. He downloaded some before I could stop him. Edie and Liara are analyzing what we recovered. What have you learned?
Was it worth the effort? Preliminary evidence suggests the data is a blueprint for a Prothean device. Proteanisches Gerät. A weapon, massive in size and scope, that's capable of unquantifiable levels of destruction. Send me the data. We'll do our own analysis. If Liara's instincts are right, this might be the key to stopping the Reapers. Vor allem, eigentlich ist es ja wieder mal der klassische, gell? Reaper kommt mit einem großen Geschütz, wir bauen ein größeres. Also warum nicht einfach mit Panzern schießen? Reasons. Warum nicht gleich mit Dreschlons schießen? Das kann ich dir sagen, weil die Viecher einfach... Die vermehren sich zu langsam. Klone. Oh nein. Dann schießen wir sie auf die Reaper, das passt schon. And Lieutenant Commander Williams? I've done what I can for her. She needs proper medical attention soon. The Admiral's right. It's going to get worse, isn't it? Unless we stop the Reapers, yeah. I've looked at the data. This weapon could be the answer if we can build it. Vor allem, wie haben sie eigentlich diese riesen Räume in die Normen die reingebracht? Alles innen rausgerupft und neu reingebaut. Ja. Vor allem die Captain's Kajüte haben sie total, was soll man sagen, gebaut. Boah, der Blick. Wie kann denn die Liara auf die Shepard stehen? Oh mein Gott. Du hast gemacht. Das machst du. Ja. Ja, es hat zu breite Backen. Make sure we're ready to present our findings to the council. I'm sure the council will see the need to help. It'll be a hell of a short war if they don't. Aber das ist eigentlich auch kein falscher Aussage, oder? Ja, was ist, wenn sie uns nicht helfen? Ja, dann haben wir Scheiße. Dann wird der Krieg ziemlich lang. Boah, das war so ein Hammer. Das erste Mal die Ladesequenz. Ja. Schaut halt einfach schön aus. Danke. Citadel ist schon cool. Wie das Teil halt einen Schatten wirft. Convenient! Und dieser merkwürdige Zapfen da in der Mitte nicht. Ja, ne? Seltsam. Der ist vielleicht lichtdurchlässig. Das wird sein. Oder er hat einfach nur eine kleine Taschenlampe dran. Draufgeklebt. Mit Tixo. We need to see the council. Right. Ja. Ja, da stapft jemand so energisch einher. Kennen wir den vielleicht? Kann man einen Roundhouse Kick in die Fresse. Commander Shepard. Oh, der Bailey. Ja. Bist du behindert? Der schaut anders aus als im zweiten. Ja, besser. Ja. You too. Though it's Commander now. Commander. Congratulations. Glückwunsch, Fragezeichen. Now half my job is dealing with political bullshit and escorting dignitaries around. No offense. None taken. So you're here to bring us to the council? Ah, ist aber der coolste, finde ich. The council is expecting you, but they are dealing with their own problems with the war and everything. They apologize for the inconvenience and blah 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 blah. Meet them here at Adina's office. They'll be ready soon enough. All right. You might have time to go by the medical center if you want to check on progress over there. Oh, so gute Idee. Thanks. I might do that. Na, das machen wir vielleicht. I'll head up to Adina's office. One of my men can show you the way. You? I'm just a tourist today. I'll try not to get in any trouble. Commander. 5 Minuten später, Barschlägerei.
Ich hab nichts getan! Nichts getan, der Stuhl ist von allein geflogen. Ja, also das die Gegner auch. Ich sage ihnen, das war Magie. Ja. So. 35.000 Credits. Das ist völlig wahnsinnig. Ah, und Dekorten ist so angenehm. Hallo, Handy. Ey, warte mal. Diana Ellers. Ah, wo ist die Alte? Die will ja unbedingt mitfliegen, glaube ich, oder? Warte mal, Allianzfinanzierung. Alter. Warte mal, sieht man da nicht die Kohle, die man hat, da? Wo sieht man die Kohle? Steht doch da unten drüber. Ja, zu 35. Damn. Ja, jedes Mal muss ich da helfen, dem armen Kerl. Da haben wir eine VI. So, jetzt schauen wir nochmal auf die Karte. Diana Ellers, ja. Welche von denen ist... Ah, da ist sie. Genau. Das ist ja wohl die schrillste von allen, oder? Vor allem gibt ja den unglaublichen Ausschnitt. Ja. Das Gesicht ist eine Kim Kardashian für Arme. Ja, das ist so speim, das Gesicht. Das ist ein Butterface, die Alte. Nein, wie heißt die von Jersey Shore? Diese kleine Tusse da. Ich weiß nicht, aber das ist ein Butterface, gell? Ja. Ist dir, was ein Butterface ist, oder? Ja. Nice body, Butterface. Mal Papierdünen drüber und alles wird perfekt. Ja. Vor allem die Aussage ist ja so behindert von mir, oder? Wir werden den Reaper besiegen, weil wir höhere Einschaltquote haben als die. Na gut, wir nehmen sie mit, ne? Stopfen wir einfach mal alles, was wir finden in Normandy. Eine Kamera, eine Autobahn. Mitgenommen. Ne, warte mal. Aber Frauen, Kameras, Klospülung, es passt. Alter, zirk da was Normales an. Ist ja unglaublich. So. Mal den ersten Schwachsinn abgearbeitet. Next. Das ist eine Botschaft der Odina. Sag mal, haben wir den Odina nicht im ersten Teil und im zweiten Teil schon eins aufs Maul gehaut? Keine Ahnung. Sie müssen die Rad, hau mir blau. Security Check, dann gehen wir mal da entlang, ne? Wird das bei mir fiepen? Okay. Okay. Vor allem würde ich gerne mal den Garrus wiedersehen. Dafür müssen wir erst zu dem Heimatplaneten der Turianer. Die Mission macht aber Spaß. Ich finde die auf T'Chanka cooler. Ja klar, T'Chanka ist immer cooler. Vor allem, vor allem, weißt du, wie man Mordin retten kann? Oh, scheiße. Oh, ich halt schon die Klappe. Boah, denk vorher nach, bevor du was sagst, Mann. Echt, ey. Oh, spoilert da eiskalt vor sich hin. Das ist ja unglaublich. Die Leute wollen eventuell noch, wenn sie es noch nicht gesehen haben. Ich weiß ja nicht, ob es diese Leute gibt. Wenn ja, ihr wisst, wo die Comments sind, beschwert euch über Wule. Schau, ich kaufe mal jeden Schwachsinn, den ihr nur findet. Ja, mehr Glump für die Normandy. Gerade mal 25.000 oder so noch, weiß nicht, man einkaut. Aber ich glaube, wir können uns beide darauf einigen, dass unsere absolute Lieblingsmission Geff und Quarianne ist. Ja, sowieso. Vor allem, weil du dann, oh nein, jetzt hör mal auf zu spoilern, verdammt nochmal, Wohle, es ist ja unbeschreiblich. Ich wollte schon wieder sagen, was in der Mission kommt. Es ist ja unbeschreiblich. Schlimm mit dir. So oder so, der sollte da mal vielleicht Hilfe bekommen. Ich bin Arzt, ich hab da ein Messer. Na gut, so, dann machen wir hier mal einen Cut und sehen uns alle beim nächsten Teil wieder. Jo. Servus, Leute. Ciao.